Wir müssen auf jeden Fall alles vermeiden, was die Gesundheit und das Leben von Menschen in Gefahr bringen könnte. So sagt meine Kollegin am Telefon vor 2 Tagen. Wir unterhalten uns, weil wir beide auf Kirchenvorstandssitzungen zugehen. Entscheidungen stehen an. Wann soll das Gemeindeleben wieder hochgefahren werden? Ich mag sie und deshalb bin ich fast geneigt, ihr Recht zu geben. Aber dann denke ich mir, wenn es nur so einfach wäre, wenn man genau wüsste, wodurch man es vermeidet, die Gesundheit und das Leben von Menschen in Gefahr zu bringen. Am Mittwochabend dann die Sitzung unseres Kirchenvorstandes, natürlich wie heute immer üblich als Videokonferenz. Auf der einen Seite der Wunsch und die Sehnsucht danach, Gottesdienst und Gemeindeleben bald wieder für alle Menschen zugänglich und erlebbar zu machen. Auf der anderen Seite die Verantwortung dafür, dass wir auch als Gemeinde dazu beitragen, dass die Corona-Pandemie in unserem Land und in unserer Gesellschaft möglichst zurückgedrängt wird. Eine lange Diskussion, eine ganz klare Entscheidung ist nicht möglich. Es muss trotzdem eine getroffen werden. Ab 17. Mai sollen in der Christuskirche wieder Gottesdienste stattfinden. Ein Sicherheitskonzept soll dazu ausgearbeitet werden. Das andere Gemeindeleben wird weiter ruhen, bis man meint, das verantwortlich wieder machen zu können. Keine einfache Entscheidung, und ich beneide wirklich nicht die Politiker, die im Augenblick die ganz großen Entscheidungen treffen müssen. Wo ist noch Zurückhaltung und Shutdown angebracht und wo sind Öffnungen wichtig? Es wäre ja einfach, wenn die eine Richtung einfach ganz eindeutig Gesundheit und Leben der Menschen schützen würde. Aber auch der Shutdown fordert Opfer, nicht nur wirtschaftliche, auch seelische. Am Ende wird er auch Leben kosten, weil Menschen nicht zurechtkommen mit der Situation, in der sie jetzt leben müssen. Wie man es macht, es hat beides große Nachteile. Wie man es macht, man wird dadurch das Leben und die Gesundheit von Menschen in Gefahr bringen und vielleicht sogar Tote mitverantworten müssen. In dieser schrecklichen Zerrissenheit dieser Tage wird etwas deutlich, was für unser Leben überhaupt gilt. Wir kommen nicht mit weißer Weste heraus, egal wie wir uns entscheiden. Egal wie wir uns entscheiden, wir werden immer auch andere verletzen und kränken. Egal wie wir uns entscheiden, wir werden immer Schuld auf uns legen. Das ist ein Dilemma, ein existenzielles Lebensdilemma, dem man nicht entrinnen kann, dem auch der Glaube nicht entrinnen kann. Der Glaube hat nur seine eigene Strategie, damit umzugehen. Er gibt uns die Kraft, um Vergebung zu bitten. Die um Vergebung zu bitten, deren Gesundheit und deren Leben wir durch unsere Entscheidungen vielleicht in Gefahr bringen. Und den um Vergebung zu bitten, der am Ende auf all unsere Entscheidungen schauen wird. Dass dieser Blick auch auf den heutigen Tag, auf die Entscheidungen des heutigen Tages ein gütiger sein möge. Für mich und für Sie, das wünscht Ihnen Ihr Pfarrer Ulrich Haber.